We are back to the future. Das ist das Motto der West Visions 2022. Und die widmet sich in diesem Jahr ganz der Zukunft. Bianca Winkels ist Teil des Organisationsteams. Sie sorgt nicht nur für kühle Getränke in einer sehenswerten Kulisse, sondern auch für ordentlich Input. Der kommt unter anderem von drei internationalen Top-Speakern. Und dann haben wir natürlich drei fantastische Speaker dabei. Ich finde die Auswahl sehr spannend, weil wir haben zum einen was zum Thema Personal Branding, dann haben wir aber auch Urbanität, wie kann man das in seinen Alltag integrieren, wie kann man die Gesundheit fördern, aber auch super spannend eben den Jan Hegenberg, finde ich auch persönlich, wie auch der Jan, super interessant. Wie kann man das Thema Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren, wie kann man ja als Gesellschafter vorankommen und ja, die Entwicklung vorantreiben, sind auf jeden Fall für mich die Highlights und ja, danach das Networking natürlich auch. Networking, das ist das Markenzeichen des After-Work-Events. Unterhaltsam wird hier ein Blick über den Tellerrand hinaus vermittelt. Egal ob Azubi, Student, Berufstätiger oder Start-up-Gründer, jeder kann hier etwas mitnehmen. Alexander Kranki, Geschäftsführer der Krankicom GmbH und Veranstalter der West Visions, will einen Mehrwert für Duisburg und Umgebung schaffen. Dafür wird hier die perfekte Plattform gegeben. Nicht lokale Speaker, die sind auch gut, aber die hört man natürlich öfter mal, sondern wirklich Leute von außerhalb, die auch wirklich einen internationalen Ruf haben und versuchen mal, die hierher zu kriegen und ein Event zu schaffen, auch an einem schönen Ort, an einer schönen Location, Landschaftspark, ja, wo das wirklich auch einen gewissen Leuchtturmcharakter hat und wo man sagt, da machen wir mal was, was hier ist und wo man jetzt dann hier zusammenkommt und nicht anderswo hinfährt, sondern wo eher Leute von anderswo hierher kommen. Aber nicht nur die Stadt soll davon profitieren. Das Event dient eben auch als Nährboden für Ideensprösslinge. Der Austausch untereinander sorgt dann erst dafür, dass diese Ideen auch wachsen können. Digitale Entwicklungen passieren ja nicht geplant alle nur, sondern ganz viel davon passiert zufällig. Ja, man spricht zusammen, man hat Ideen. Auch Start-up-Gründungsideen passieren ja nicht aus dem Baukasten, sondern das passiert dadurch, dass man mit Menschen in Kontakt kommt, dass sich daraus aus Gesprächen Ideen entwickeln und dass man die dann umsetzt. Und wir wollen das Substrat legen und das gelingt, glaube ich, auch ganz gut, damit diese Gespräche stattfinden, damit diese Menschen sich kennenlernen. Das ist anders als in anderen Metropolen, wo sich solche Digitalszenen auf einzelne Stadtteile konzentrieren. Und das ist vielleicht hier nicht so. Wir wollen hier einfach schaffen, dieses Substrat, dass man sich trifft, dass man sich austauscht, dass man sich kennenlernt. Digitalisierung hier in Duisburg fördern und vorantreiben ist das Ziel. Aber das Event ist eben nicht nur ein Gewinn für die Stadt, sondern für jeden Einzelnen. Umsonst ist es also definitiv nicht, aber kostenlos. Der Eintritt ist frei und jeder ist willkommen. Wegen der hohen Nachfrage sollte man sich aber vorher seine Tickets sichern. In 4 Wochen kann man sich dann davon überraschen lassen, wie die Zukunft von morgen aussieht.